den Surfspaßes, seid gegrüßt zu einer neuen Ausgabe von PC SOS TV. Sicherlich kennt ihr die folgende Situation. Ihr seid mit eurem Smartphone gerade im Internet am Stöbern oder Suchen und plötzlich kommt sie. Die SMS vom Anbieter, die euch schon nach 2 Wochen des neuen Monats mitteilt, dass eure Datenflat aufgebraucht ist und ihr ab sofort im Schneckentempo surft. In diesem Video bekommt ihr 6 Tipps an die Hand, wie ihr mobiles Datenvolumen einsparen könnt. Los geht's mit Tipp Nummer 1. Datenverbrauch überprüfen und einstellen. Schnappt euch das Smartphone und navigiert über die Einstellungen zu dem Menüpunkt Datennutzung. Falls ihr mal kein Internet benötigt oder es gezielt deaktivieren wollt, könnt ihr dies hier tun, indem ihr die mobile Datenverbindung ausschaltet. Schneller zu erreichen ist dieser Menüpunkt über das Dropdown-Menü am oberen Displayrand. Ihr habt außerdem die Option, eine Datenbegrenzung zu aktivieren. Damit lässt sich eine Datenmenge angeben, bei deren Überschreitung die mobilen Daten automatisch deaktiviert werden. Zusätzlich könnt ihr einen Wert für eine Warnung angeben, die euch frühzeitig über bereits verbrauchtes Volumen informiert. Schaut euch dann mal den Datenverbrauch eurer Apps an. Hierzu könnt ihr einen beliebigen Zeitraum auswählen. Wenn ihr runterscrollt, werden alle Apps absteigend nach ihrer verbrauchten Datenmenge aufgelistet. Ihr seht sofort, dass zum Beispiel die Facebook-App sehr datenhungrig ist. Das wollen wir hier mal beispielhaft ändern. Öffnet die App und navigiert zu den Einstellungen. Unter dem Punkt Aktualisierungsintervall könnt ihr einstellen, in welchen Zeitabständen die App aktuelle Daten abruft und sich synchronisiert. Am meisten Daten spart ihr, wenn ihr diese Funktion ganz abschaltet. Außerdem könnt ihr die Video-Autoplay-Funktion abschalten, damit nicht ständig datenintensive Videos auf eurer Facebook-Seite geladen werden. Neben Facebook gehören auch Spiele mit ihren Werbeeinblendungen und Benachrichtigungen zu den Apps, die viel Mobildaten verbrauchen. Auch harmlos aussehende Nachrichtendienste können eure Surf-Flatrate bei ständiger Aktualisierung und Push-Up-Meldungen ordentlich belasten. Checkt eure Apps am besten mal gründlich durch. Tipp 2. WLAN nutzen so oft wie möglich. Idealerweise sieht eine prozentuale Verteilung eures gesamten Datenvolumens so aus. Wenn ihr es schafft, 80% über WLAN abzudecken und nur 20% die mobile Datenflat zu nutzen, wäre das sehr vorbildlich. Heißt im Klartext, nutzt euer WLAN, wann immer es geht. Ob bei Freunden, bei der Arbeit, falls ihr dort Zugriff habt, oder an allen offenen Access Points, die ihr zur Verfügung habt. Vor allem solltet ihr für Downloads und Updates aus dem Google Play Store immer WLAN nutzen, da hier besonders schnell große Datenmengen anfallen. Im Play Store habt ihr die Möglichkeit, in den Einstellungen automatische Updates eurer installierten Apps nur über eine aktive WLAN-Verbindung zu erlauben. Diese Option würden wir uneingeschränkt weiterempfehlen. Darüber hinaus solltet ihr datenintensive Streamings von Audio- oder Videocontent ausschließlich über WLAN betreiben. Nutzt zum Beispiel YouTube, wann immer es geht, über eine WLAN-Verbindung, und auch Musikstreaming-Dienste wie SoundCloud sehen unscheinbarer aus, verbrauchen aber ebenfalls ein hohes Datenvolumen. Tipp 3. E-Mail-Abruf manuell vornehmen. Die folgenden Einstellungsänderungen beschränken sich nicht nur auf die Nutzung von eurem Gmail-Account, sondern sollten auch für andere E-Mail-Provider vorgenommen werden. Über die Optionstaste unten links navigiert ihr in die Label-Einstellungen von Gmail. Dort könnt ihr die Synchronisierung deaktivieren, um nicht ständig automatisch eure Mails abzurufen. Weiter geht's mit Tipp 4. Browser konfigurieren und Alternativen verwenden. Der Standardbrowser auf eurem Smartphone kann durch einen Kniff im Verbrauch etwas schlanker gestaltet werden. Über die Einstellungen könnt ihr den Menüpunkt Bandbreitenverwaltung aufrufen. Ihr könnt das Vorladen von Suchergebnissen und Seiten deaktivieren oder nur im WLAN zulassen, aber auch das Laden von Bildern auf Webseiten abschalten, um Internetvolumen zu sparen. Unsere Empfehlung ist es aber, auf alternative Browser umzusteigen, die wesentlich sparsamer arbeiten als der Standardbrowser. Der Opera Mini Browser beispielsweise zählt zu dieser Kategorie. Ihr könnt euch den Browser kostenlos im Play Store downloaden. Der Opera Mini verfügt über einen speziellen Offroad-Modus, der sich im Menü aktivieren lässt. Damit spart der Browser durch spezielle Kompressionsverfahren laut Hersteller bis zu 90% an Datenvolumen im Gegensatz zu anderen Browsern. Außerdem habt ihr auch hier die Option, die Bildqualität der Webseiten stark einzuschränken. Tipp 5. Adblock Plus für Android verwenden.
Wie bereits für den PC gibt es den effektiven Werbeblocker nun auch für das Android-Smartphone. Unter dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr die App downloaden. In diesem Fall müsst ihr die Installation manuell vornehmen, das heißt erstmal die Zugriffsrechte einstellen. Dazu müsst ihr im Menü Sicherheit die Installation von unbekannten Quellen, also außerhalb des Play Stores, erlauben. Anschließend lässt sich die App problemlos installieren. Jetzt sollten bei Spielen keine nervigen Werbebanner mehr auftauchen, die euch kostbares Volumen stehlen. Ihr könnt die App auch ganz einfach deaktivieren, wenn ihr sie mal nicht braucht. Und zu guter Letzt Tipp 6, Flugmodus verwenden. Unsere einfachste Empfehlung mit bester Wirkung lautet, einfach mal den Flugmodus verwenden. Wenn ihr abends schlafen geht, könnt ihr problemlos den Flugmodus aktivieren. Wer will schon in der Nacht erreichbar sein oder alle 30 Minuten seine Mails automatisch abrufen lassen? Außerdem schont der Flugmodus zusätzlich den Stromverbrauch der Smartphones. Dann wären wir also schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Mit diesen Tipps solltet ihr in Zukunft keine nervige SMS vom Anbieter mehr bekommen. Wir fassen uns kurz und sagen danke fürs Teilhaben, weiterempfehlen und abonnieren. Stay tuned!